Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Forbidden West. Lass dir ruhig Zeit. Ja, lass mich mal noch in Ruhe meine Zuschauer begrüßen. So Leute, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt auf jeden Fall. Wir machen weiter. Versuchen jetzt irgendwie mal dieses Gaia-Backup da zu erreichen. Und wir schauen mal. Es wird halt 100% irgendwas schief gehen. Es wird safe irgendwas schief gehen. Aber wir schauen mal. Let's go. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobel. Bitte eintreten. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir haben Glück. Glück? Die Tür ist völlig zerstört. Offensichtlich. Aber du kannst trotzdem hindurch. Wenn du noch etwas geduldig bist. Siehst du diese Kristalle? Die Osram nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar. Nicht stark genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Um ihn zu bauen, brauchst du Maschinenteile und das Öl vom Brennkraut. Es wächst nur unter Wasser. Aber in der Nähe gibt es einen See. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst eine Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Alles klar. Tja, Tiefwasserbrennkraut habe ich schon. Ich brauche nur die Teile. Ich habe mich jetzt voll gefreut, dass es da jetzt reingeht. Ich war voll gespannt. Okay, schnell Sprungschläger-Waffenspule besorgen, Leute. Das Kraut aus dem Wasser haben wir ja schon. Hier ist auch eine Werkbank. Sehr cool, dann können wir unseren Frostbogen, den haben wir ja neu gekauft letzte Folge. Können wir gleich mal gucken, was da so geht. Frostjägerbogen. So, Zielgeschwindigkeit. Plus 25%, voll geil. So. Wir können sogar noch die nächste Stufe machen, Leute. Das geht auch noch. Und die auch. Und die. Ne, die noch nicht. Da brauchen wir noch Prüllrücken, Beutelgewebe. Okay, ja, nee, aber let's go. Moment. Upgrade gesperrt? Warum? Achso, weil ich auf 3 war. Okay. Alles gut. Die 3 nehmen wir auch noch mit. Aber ich bin so gespannt auf den Bogen. Überspannschaden, plus 15%. Das ist auch das sind coole Perks, muss ich zugeben. So, okay. Jetzt brauchen wir noch einmal mittlerer Maschinenkern und einmal Prüllrückenbeutelgewebe. Okay. So, und die Falle hier, würde ich auch gleich noch gucken, was geht. Schmiedefeuer, Stolperfalle. Nächste Stufe, bitte. Und jetzt brauchen wir Grauhabichtschnabel und Reißhorngeweih. Davon, nee, Reißhorngeweih haben wir. Das können wir uns dann instant holen. Panzerwanderer, Blitzgewehr. Okay, alles klar. Ich würde mir mal für den Bogen, das kann man doch einstellen, dass man sich das speichert, oder? Aufgabe stellen. Nee, als aktive Quest will ich das jetzt eigentlich nicht haben. Wir haben erstmal andere Sachen zu tun jetzt. Wir machen jetzt erstmal die Hauptquest weiter. Okay, wie sieht's hier eigentlich aus? Krallenschreiter, Klingenschweif. Okay. Aber ich habe so Bock, die Sachen dann alle schön hochzubringen, ey. Hab richtig Lust drauf, Leute. So, okay. Alles klar. Dann... Sprungschläger, Waffenspule, müssen wir jetzt. Ach, die gibt's gleich hier vorne, oder was? Okay, dann muss ich mir die nochmal ganz kurz im Notizbuch anschauen, worauf wir schießen müssen. Metallscherben, geflochtener Draht, ja. Keine Beute, Lua. Das hier brauchen wir. Dann müssen wir das hinten abschießen, so wie es aussieht. Okay. Na gut. Diese Maschinen sollten die Teile für den Anzünder haben. Ich sollte einen scannen. Habe ich schon. Mein Fokus zeigt mir, wo das Teil ist.
Ist Frost gegen die gut? Würde mich mal noch interessieren. Sieht so aus. Okay. Ich könnte auch erstmal mit dem Sniperbogen eins und Ding schon mal abschießen. Das Teil da, glaube ich, muss ich anschießen. Okay, da fliegt das Teil. Ich muss es holen. Wie, der hat das gar nicht mitbekommen? Das ist ja witzig. Treffe ich nicht. Ich schieße mich einfach rein. Ist ja trotzdem gut. Okay, Leute, scheiß drauf, ich will jetzt mal den Frostbogen ausprobieren. Wow! Zwei Schüsse! Das tat weh. Das tat auch weh. Der ist auch eingefroren, oder? Ja. Nice. Helden wir. Okay, der Bogen ist Pork, Leute. Nice. Bam. Ich liebe dieses Kampfsystem in diesem Spiel, ey. Okay, ich habe die Teile für den Anzünder. Jetzt muss ich das Ding nur bauen. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. Mit der du an Hades rumgespielt hast? Rumgespielt? Mhm. Ich habe wertvolle Daten extrahiert. Ja, rumgespielt. Gib mal eben diese ganzen Pflanzen auf. Das ist übel. Hier komme ich relativ gut nach ran, ohne Angst haben zu müssen, dass ich ertrinke. Irgendwann müssten wir ja mal wie so eine Art irgendwas bekommen, dass wir unter Wasser Sauerstoff kriegen. Irgendwann. Okay, aber diesen Frostbogen, den fühle ich gerade derbe. Tiefwasserbrennkraut erledigt. Jetzt muss ich das Ding nur bauen. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. So langsam würde es sich auch lohnen zu skillen, dass wir mit weniger... Mit der du an Hades rumgespielt hast? Rumgespielt? Ich habe wertvolle Daten extrahiert. So langsam würde es sich auch lohnen, würde ich sagen, zu skillen. Warte mal, wir haben ja Skillpunkte sogar. Dass wir weniger Ressourcen ausgeben für Munition. Wartet mal. Hier haben wir schon alles geskillt, ne? Ja, die haben wir schon. Das hier alles sind ja aktive Fertigkeiten. Gucke ich dann später nochmal, aber das oben fand ich jetzt alles nicht so krass. So, stellt Munition an der Werkbank mit weniger Rohstoffen als in der Wildnis her, yo. Aber gab es nicht sowas auch noch so normal? Aber können wir halt gerne ausskillen, was soll's. Schauen wir mal hier unten. Waffenausdauerlimit. Stelle mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her, genau. Das hätte ich gerne auf jeden Fall. Ich schaue nur nochmal schnell, ob hier irgendwo... Das ist das gleiche. Und das haben wir schon geskillt. Okay, cool. Ja, dann skillen wir das hier auf jeden Fall. Super. Also jetzt, das wird ja langsam teurer. Ne? Denn wenn wir so Spezialmunition benutzen und so, macht das ja derbe Sinn. So, okay, jetzt haben wir noch einen Punkt. Den... Ich schaue mal hier oben, ob noch irgendwas ist. Aber wir haben ja jetzt schon alles geskillt. Jetzt in Gebieten mehr Heilung, alle drin Gewinnsteine konsumiert. Ja. Wirklich leise. Das haben wir schon geskillt. Verursache Enttarnung, mehr Reißschaden. Ach, scheiß drauf, skillen wir einfach mal. So, das zählt ja auch für Bogenschüsse. Ne? Offensichtlich. So, wir sollen jetzt den Anzünder herstellen. Müssen wir wahrscheinlich an der Werkbank da machen, ne? Würde ich mal denken. So, machen wir erstmal wieder alles voll. Am liebsten hätte ich ja noch einen Bogen. Das ist halt voll dumm. Wir haben drei Jägerbögen, die jeweils Säureschaden machen. Wir bräuchten eine andere Kombination. Ne? Wir bräuchten irgendwie zum Beispiel sowas wie Feuerschaden und physischer Schaden oder so. Oder Stichschaden und Reißschaden, wie auch immer. Damit wir dann einen Slot wieder mal frei haben. Weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit mit drei Jägerbögen rumrennen. Das ist halt ein bisschen lost irgendwie.
Aktuell geht es nicht so großartig anders. So, Spezialausrüstung. Okay. Anzünder. Nee? Doch. Ja, stören. So. Cool. Da. Damit sollte ich den Feuerglimmer anzünden können. Eine wirklich nützliche Kombination. So habe ich die Prozessorkugel überhaupt erst aus dem Horus gelöst. Na toll. Geh lieber einen Schritt zurück. Treten Sie an. Na endlich. Ich glaube, ich bin drin. Dann geh ruhig weiter. Mit diesem Anzünder kann ich den Feuerglimmer anzünden, den ich eben gesehen habe. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. Nee, sie hat aber recht. Den Gedanken hatte ich auch schon. Wie geht's weiter? Wir gucken erstmal hier. Jetzt nicht rein. Hier ist alles überschwemmt. Und auf der anderen Seite ist noch eine Tür mit Generkennung. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Ich muss irgendwie darüber kommen. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, hier oben. Truhe. Vorratskiste. Metallleiter. Okay. Wir können auf jeden Fall hier rüberspringen überall. Vorratskiste. Okay. Das Wasserspringen habe ich ja nicht so Bock, muss ich ehrlich sagen. Gut, so viel dazu. Hochspringen, hochspringen, schwimmen, hochspringen. Ich will nicht in das Wasser. Und springe in das Wasser. Kommt mir bekannt vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup. Schimmer. Mein Zugwerfer könnte hier nützlich sein. Können wir uns da hochziehen jetzt? Diese Leiter wäre vielleicht eine gute Idee. Ach so, wartet mal, da war ja. Ja, bitte nicht ins Wasser. Dankeschön. Oh. Hier war eine Leiter irgendwo, ne? Da, die können wir runterlassen, bestimmt, würde ich denken. Ja. Okay. Die Tür ist zu. Aber daneben ist irgendein Gerät. Eine Energiezelle. Hat geklappt. Dummes Loot. Hier kommen wir da nicht hin. Ob wir hier klettern können. Reicht nicht. Ganz schön hell hier.
Okay, jetzt nicht auf. Bin wir mir hier wieder so ein Slot für die Energiezelle. Greifpunkt. Okay. Kann ich denn die jetzt hier einfach rausnehmen wieder? Und drücke die Tür dann zu. Sehr gut. Jetzt irgendwas machen. Was ist über mir? Ja. Nee, ich hab's nicht. Na, hier. Okay, dann müssen wir es runterwerfen, geht ja gar nicht anders. Hätten wir. Gut. Jetzt nicht weiter, ne? Ich glaube, wir können uns dann hier wieder hochziehen. Hm? Und? Was steht hier? Das ist ein Greifpunkt, ja. Wie müsste das eigentlich gehen? Okay, ich komme hier runter. Was war das für ein Raum? Da scheint noch eine Konsole zu... Das sieht aus wie das Gerät in dem anderen Raum. Vielleicht hilft mir die Energiezelle. Die Konsole ist abgeschaltet. Das sollte die Tür öffnen. Sobald ich es mit Energie versorge. Ja. Das ist nur, wo wir jetzt hier die Energie... Also wir haben eine Energiezelle... Die kriege ich doch gar nicht hier nach oben. Das ist das Problem. Das heißt, eigentlich müsste hier irgendwo eine sein. Hier geht es nach oben auf jeden Fall. Können wir mal die Kiste hinschieben. Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen. Wirklich. Vorsicht! Ja, Schaden aber nicht bekommen, aber wir haben was von der Druckwelle abgekriegt. So, jetzt sind wir hier. Okay. Dann nehme ich die wieder raus. Alter, ist das hell hier. So, okay. Da runter damit. Was haben wir denn hier? Das Armband. Alter, Zahnstocher. Ja, BM, Alter, krass. Zahnstocher. Gefahren. Elizabeth und Travis Tate.
Ich sag's dir, Liz. Nach der Nummer musst du mich lieben. Ich habe mir vorgestellt, wie die Farsinestrottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir, was von mir. Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei, Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Sobald wir hier fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück. Ich bin verwirrt, Liz. Wie kann jemand wie du, fast schon eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Kompilation abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Erweist du mir die Ehre? Logikbombe gezündet. Ab geht's, ihr Farsi-Spinner. Sei einfach weiter der Beste in deinem Feld, Travis. Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie war religiös. Travis lag falsch. Elizabeth wollte dem Leben eine Zukunft sichern. Ihr lagen alle am Herzen. Na, ich weiß nicht. Die Außergewöhnlichen gehen einen einsamen Weg, Aloy. Wie wir beide sehr gut wissen. Ja, irgendwie trifft das auf Aloy auf jeden Fall zu, ne? Punkt. Okay, ich sehe jetzt zumindest keine Truhen mehr oder so hier. Sie muss ja wirklich ständig ihre ganzen Gefährten und Kameraden. Noch eine Platte, die ich aufziehen könnte. Zurücklassen. Ich muss höher klettern, um ranzukommen. Na gut. Die Leiter hier, muss man die noch runterlassen? Oder sollte ich mal noch machen? Hat sich irgendwie ins Wasser falle? Man weiß ja nie, ne? Was ist das? Von hier aus komme ich mit dem Zugwerfer wohl nicht ran. Ich muss springen. Ja, kein Problem. Springen geht nicht. Aber wenn ich gleite... Ich liebe das Teil. Ich finde es einfach gut. Also runterlassen, ja. Okay. So, da können wir uns wieder festhaken. Greifpunkt. Ich will zu der Kiste da. Ich glaube, von hier aus komme ich nicht zur Tür. Wir müssen sonst die Leiter wieder hoch da. Und? Ich will nur mal kurz schauen. Dass auch irgendwo was Interessantes ist. Ich kann nichts sehen. Nicht überall solche blauen Dinger. Da so. Nur mal ganz kurz schauen, was das blaue ist. Wo
Hologramm oder was? Echt ungemütlich hier, ey. Ich kann schon wieder kaum erwarten, rauszukommen. Die Welt verändert sich jetzt ja langsam. Es geht ja so langsam jetzt Richtung Tropen oder so. Und da hat man ja schon ein bisschen was aus dem Trailer gesehen und so. Und das sah ja alles mega fett aus. Sehr gespannt drauf, ey. Ob ich mich... Ein weiterer Teil der Anlage. Das sehe ich mir mal an. Ich sollte rübergleiten können. Jetzt schön gleiten. Ja, muss ich ja mal hier kurz umschauen. Können wir auch runterziehen, wenn wir wollen. Oder? Oh, jetzt wird er nicht runterspringen. Nee. Richtungsbedienfeld. Kann entfernt werden. So, so kommen wir dann darüber anscheinend. Das Spiel will aber, dass ich da lang gehe. Ich gehe erstmal hier. Was ist darin? Noch eine versperrte Tür. Was ist mit der Konsole daneben? Kein Platz. Das kommt, da sind Daten. Von Travis Tate. Hier wurde jede Menge Malware produziert, bevor Zero Dawn übernahm. So, hier kommen wir erstmal nicht lang. Code eingeben. Die Konsole hängt mit der Tür zusammen. Man braucht irgendeinen Code, um diese zu öffnen. Könnte sein, dass das in den Datenpatch da, Datenpatch stand, was ich gerade gescannt habe. Travis steht nicht auf Vorräte. Ach, man kann die sogar Audio abspielen, das würde auch gehen, okay. Kann ich dann mal eben. Irgendwas von einem Code steht oder so. Findest du den? Ah, wartet mal. Ich habe hier einen persönlichen Filter, siehst du, ich weiß, dass du nicht gut hörst, aber siehst du den Text, der alles transkribiert, was ich sage? Gut, während ich da draußen auf 170 Dezibel aufdrehe, könntest du den Übertragungscode eingeben. Oh, na also das war schon cool, danke Hank, gut gemacht. In dem Code steht ja glaube ich nichts. Oh Mann, wie laut ist es da draußen? Außerhalb des Lärmfilters? Oh Mann, wie laut ist es da draußen? Außerhalb des Lärmfilters? 150 Dezibel. Dann haben wir wohl etwas Ruhe. Was steht an, Trav? Wir sind lange befreundet. Aber ich habe nie gesehen, dass du wen betrügst. Warum jetzt bei Fast Zenith? Ich wollte es dir erzählen. Sie kriegen eine Gaia-Kopie. Ich darf mit auf die Odyssee. Aber ich habe gesagt, wir brauchen zwei Plätze, weil ich meinen Freund Trav mitbringe. Mann, Hank! Klingt, als wäre der Lärm für... Oh. Okay, danke, Aloy. Das ist hilfreich. 7482. Kann auch sein, dass das was gar nichts damit zu tun hat. 742, ich teste mal. Filter kaputt! Geht's dir gut? 7482. Na, also. Okay. Danke, Eloy.
Jetzt hätte ich noch ein bisschen mehr die Pads durchsuchen müssen. Kein Deal mehr, Tilda. Zero Dawn hat die Ektogenese-Kammern. Far Zenith braucht die Apollo-Datenbank. Es gibt keinen Grund, diesen Vorfall... Du wolltest Gaia stehlen. Ich hatte nichts damit zu tun. Und das du hast die Verantwortlichen bestraft. Ich komme näher. Dank deiner Logikbombe kämpfen sie um ihre lebenswichtigen Systeme. Ich soll also wirklich glauben, dass du nichts davon gewusst hast? Bitte, Liz. Die Chancen der Menschheit sind so schon gering. Auch wenn du unseren Plan nicht gutheißt. Was, wenn wir als Einzige überleben? Sollten wir dann nicht Apollo haben? Um uns an die Vergangenheit zu erinnern? Unsere Fehler? Ich bitte dich. Ja. Gut. Du bekommst eine Kopie von Apollo. Danke. Wir reden nochmal vor. Sehr wohl, Tilda. Jetzt reicht es. Zeit loszulassen. Elizabeth hörte sich am Ende traurig an. Ich glaube, das war was Persönliches. Allerdings. So, da vorne ist ein Lüftungsbedienfeld. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich das von hier erreiche. Ah, schaut mal hier. Das ist hilfreich. Näher ran und nochmal versuchen. Okay. Alter, das ist schon ganz schön abgefahren hier. Okay, das war das überflutete Labyrinth. Geschafft. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobel. Treten Sie ein. Das Ding ist ja riesig. Der Strom ist weg. Nur für die Konsole nicht. Es feucht hier drin. Hoffentlich hat das Wasser nichts Wichtiges beschädigt. Das Backup zum Beispiel. Fang an zu suchen. Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Slobeck. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Möchte ich. Aktivierung. Okay, wird hochgefahren. Das klingt gar nicht gut. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Und es gibt hier Daten. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja, leg los. Okay, diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten.
Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Ich muss das Kabel von der Kopplung des Arms lösen. Hast du es nicht beschädigt? Da es jetzt unten ist, sollte ich auf die Kapsel zugreifen können. Nein. Hab eins. Zwei sogar. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Datenfußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten... Psst. Systemkern. Keine Unterfunktionen? Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte, ja. Ohne Unterfunktion. Ah! Aloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen. Die ursprünglichen. Die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat? Die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Sicher weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Ah. Der Versuch war's. Du hast Minerva. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her? Kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen? Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein... Und baue sie Stück für Stück wieder auf. Sehr clever. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Ah, naja. Also das. Warnung, Eindringlinge, Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neugeboren, daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein. Sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobek, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt, dann suche und vernichte ich dich! Ich versuche dir hier zu helfen. Belausch mich mal damit. So, neuer Fokus ohne Spyware. Okay, denk nach. Denk. Mir egal, wie mächtig die sind, diese Luke da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie ein.
Vielversprechend. Bitte? Haben wir's? Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Mist! Phantome, Beta! Tja, hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elisabeth Sobeck hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte, eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nee, nein, danke. Verzichte. Aber die Erfindung... Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. Was sind das für Leute? In VR töte ich ständig. Fringe. Aber dieses Zittern, wenn das Leben entweicht... Das bekommt kein Holo hin. Klapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Oh Mann, das wird lustig. Okay. Ist nicht Erik. Dasselbe wie Kränkung, Schmerz, Macht, Frustration. Ich kann nichts ausrichten. Schmeichelei! Ich muss hier irgendwie raus. Vielleicht, wenn ich den ganzen Prozessor runterhole. Mit der Konsole kann ich ihn weiter absenken. Okay. Ja, der Feind war gerade zu nah. Wir sind irgendwie weglocken oder so. Wie deprimierend ist das denn, ey? Das ist so, unnötig. Jetzt kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Treffer! Das wird dir nicht helfen, Kleine. Du und ich, wir sind ein tolles Team, nicht wahr? Eine weniger. Was hast du vor? Du hättest fliehen sollen, Mäuschen. Na also. Na los! Schieß auf mich! Nicht da drauf! Aber viel Schaden macht der Dude auch nicht bisher. Hat einfach nur eine große Fresse. Und ist, Ja. Das hilft. Ich meine, nicht das eine Bär, mir geht's wieder gut. Schluss mit dem Quatsch! So, hier oben war noch irgendwo was. Das Ding zu zerstören bringt nichts, Aloy. Na komm, los, komm schon. Oh, ich muss den Hauptrad kappen.
Uff. Zerdrahtet von Kopplung. Oh, wir sind noch zwei Kopplungen am Draht. Ja, ich bin dabei. Greif mich an, nicht die dumme Maschine. Da oben. Du weißt doch gar nicht, was... Nur noch eine! Alter! Schmerz, dann Tod. Ja, ich laufe nur einmal im Kreis. Entspannt. Der Typ ist ja super lost, oder? So. Ey. Seh's nicht. Genauso wie. Meine Güte, ich seh's ja gerade nicht. Ah. Komm schon. Jetzt. Wenn es abstürzt, wird's dich umbringen. Besser als dir den ganzen Spaß allein zu gönnen. Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Wir erinnern einfach mal übelst an Matrix an, die Viecher. Oh Mann, ey, dass wir den... Ich muss einen Ausgang finden. Dass wir den Typ nicht einfach umhauen konnten. Ich muss einen Ausgang finden. Ja. Vielleicht geht's da unten weiter. Ich bin nun echt ungern unter Wasser. Ein Zahnzug, bitte. Uff. Oh. Vielleicht geht's da unten weiter. Ah! Hey! Oh, ist das unangenehm. Ja, wir sind schon ein Stück weiter gekommen, oder? Ich muss mal eben auf die Map schauen. Suche nach einem Ausgang. Okay, überall irgendwo ist ein Ausgang. Gut. Hier vielleicht? Ist eine Tür. Tür öffnen. Ich ertrink halt gleich. Bin ich hier hoch? So, von hier sind wir gekommen. Ne? Schub. Das ist voll die Strömung hier. Hoch. Wer findet das auch noch sehr bedrückend hier? Ich finde das super unangenehm gerade. Wie ist die raus hier? Geben nicht auf.
schnell schwimmen. Was? Ich? Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ja? Da ist eine Tür. Ich werde echt nur noch raus hier, ey. Hoch, dann kommt man einfach im Kreis, ne? Sieht wie ein Versorgungsraum aus. Das Wasser führt hierher. Vielversprechend. Perfekt. Rost. Das war... Shongu. Ich bin hier. Ich muss... Hey, langsam. Immer langsam. Hey, alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? 2 Tage. Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja, das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, krieche ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit deiner Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir. Gut. Dann auf zur fabelhaften Zoe. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So.
Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nicht sagen. Du bist also so. Val meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Grabesängerin. Mein Platz ist hier. Erhol dich erstmal. Was hat es denn? Sie heißt Re, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So, wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Was ich vorhabe, sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer. Noch unterhalten. Also gut. Hier entlang. Die Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger. Ärger haben die Utaru überall. Unsere Ernte ist verdorben, unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttin, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nicht wieder herausgekommen. Dafür kommen tödliche Maschinen raus und überwältigen uns. Es ist noch nie geschehen. Wäre ja nicht deine erste heilige Höhle. Du sagtest, dass der Stamm Probleme mit Feldern und Siedlungen hat. Ja, einst fuhren unsere Landgötter reiche Ernte ein, doch jetzt sehen sie giftiges Verderben. Krieg schwelt unter den Tenakt, ihre Rebellen treiben sich an den Grenzen rum. Und die Maschinen werden immer aggressiver, kesseln uns ein, sodass wir entfernte Dörfer aufgeben müssen. Jetzt kommen sie sogar aus unserer heiligen Höhle. Viele im Stamm fürchten, dass unsere Tage gezählt sind. Ich würde gern sagen, dass es anderswo besser ist. Aber wir verlieren die Hoffnung nicht. Reh und die Maschinen wie sie, sie sind Götter für euch? Landgötter, ja. Seit Generationen sorgen sie für uns. Bestellen und ernten die Felder von Rheinklang. Nahrung für alle. Ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm. Maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Bis zur Störung. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Reh und die, die du Fa nennst, sie besuchen? Ja. Vor der Störung hat jeder Landgott die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Erst Do, dann Re, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später, wie neu und ohne einen Kratzer wieder auf. Alle Erde und alle Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, oder zumindest dachten wir das. Mit der Zeit haben die Landgötter ihre Pilgerschaft aufgegeben, wurden wirr und zerbrechlich.
Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Sieht so aus. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Was ist nach der Störung mit den Landgöttern passiert? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Einst waren sie friedfertig. Jetzt wenden sie sich gegen uns, wenn wir uns nähern, greifen uns sogar an. Sie haben die Erde immer angereichert, doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder sind alle verseucht. Es breitet sich immer weiter aus, über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Muss die Überdüngung sein? Vielleicht wird es durch Sporen übertragen? Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die Höhle einmal jährlich besucht, aber jetzt nicht mehr. Ohne die Erneuerungsrituale sind sie verfallen. Wie Reh. Sie sterben. Und mein Stamm mit ihnen. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Val ist derjenige, der dich durch die Wildnis getragen hat. Ich denke, sonst hätte uns hier keiner aufgenommen. Oder wäre an meiner Seite geblieben, damit Aloy es bequem hat. Wir hatten Glück, dich zu finden. Ich könnte das Gleiche sagen. Klingt, als ob ihr viel Zeit miteinander verbracht hättet. Ich wünschte, dafür wäre keine Verletzung nötig gewesen. Hoffentlich geht es dir bald besser. Du hast dich Grabessängerin genannt. Was bedeutet das? Alles Lebendige muss ein Ende finden. Ich soll den Übergang leichter machen. Ich versuche, Ruhe zu bringen. Singe von der Erneuerung, für die der Tod den Weg bereitet. Ich hätte nie gedacht, dass ich für eine unserer Landgöttinnen singen würde. Ich weiß nicht mal, ob Reh mich gehört hat. Du hast sie mehr beruhigt, als ich es je könnte. Es ist nicht deine Schuld, Sau. Ohne das zweite Gesicht hättest du nichts weiter tun können. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Zeit für eine Ausnahme. Sie gehört den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Rheinklang. Den Chor versammeln. Erzählen, wie du Reh beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, den Chor zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Gut. Bettruhe. Verstanden. Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Rheinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht spricht das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? In Ordnung. Bis später.
So, warte. Es ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Ist es das, was du sagen wolltest? Ja? Dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. Ja, ich mich auch. Du sollst dich ausruhen. Val, du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Wir treffen uns in Rheinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde hier. Okay. So. Warte. Wer sind die? Okay, alles verheilt. Hui, 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 hui. Was geht ab, Leute? Das war krass. Sehr viel passiert gerade irgendwie. Muss man erstmal irgendwie verarbeiten. Ah, Leute. Aber der Moment ist wieder gekommen. Ich muss mich erstmal an dieser Stelle hier verabschieden. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Und dann kann man das ein bisschen verarbeiten, was gerade passiert ist. Da ist wirklich sehr viel passiert. Ja, denkt an den Daumen, denkt an Feedback, Leute. Ich freue mich auf eure Kommentare. Gucken, was ihr so schreibt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns morgen 14 Uhr wiedersehen. Und dann geht's weiter. Ja, und dann begeben wir uns wahrscheinlich nach Rheinklang. Währenddessen kann ich dann ein bisschen noch mit meinem Frostbogen schießen, mit meinem neuen. Und vielleicht auch mal gegen Gegner, wo Schaden macht. Reh, sie ist irgendwie sanft. Vielleicht Teil der Programmierung. So, also, bis dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüssi.